Hallo, ich habe gerade eben den Oberbürgermeister Dresdens, Dirk Hilbert, verklagt. Nicht ich alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Max Aschenbach von Die Partei, Johannes Lichti von Grünen und Vinzenz Drews von der SPD. Nun ja, warum haben wir das gemacht? Es ist eine lustige Geschichte, die aber einen ultra ernsten Kern hat. Am 23. April wurde ein Antrag von mir im Stadtrat falsch ausgezählt. Es war Corona-Zeiten, alle saßen halt sehr weit auseinander, man hatte keinen Überblick. Aber die Videoaufzeichnung zeigt deutlich, dass nicht 25 Ja und 18 Nein-Stimmen waren, sondern es waren mindestens 25 Ja-Stimmen gewesen. Also der Antrag vielleicht ist sogar angenommen, aber wurde als abgelehnt gewertet. Ich zeige euch das jetzt mal hier im Video kurz. Kämen wir noch zum Ergänzungsantrag von Herrn Dr. Schulte-Wissermann. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Das Ergebnis lautet 18 Ja-Stimmen bei 25 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen, wäre damit abgelehnt. So, das alleine wäre jetzt schon schwierig und schlimm genug. Aber danach, man hat ja gesehen, in Videos wurde falsch ausgezählt, habe ich einst Hilbert gebeten, doch selber die Sache zu bereinigen, also zum Beispiel beim nächsten Mal neu abstimmen zu lassen. Hat er nicht gemacht. So, dann habe ich einen Antrag gestellt, dass er das machen möge oder soll. Hat er auch nicht gemacht. Und dann habe ich zum dritten Mittel, was ich habe gegriffen, ich habe einen Eilantrag geschrieben und der wurde mit 23 Unterstützerunterschriften dann im Stadtrat vorgelegt. Hilbert hat gesagt, dass er das auf die Tagesordnung setzen wird. Glaubt mir nicht? Dann guckt mal hier. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich wollte nur nachfragen, nicht, dass es untergeht. Vielleicht kommt es ja noch. Ich hatte eben einen Eilantrag auch für die heutige Sitzung eingereicht. Was damit jetzt ist, hätte ich gerne gewusst. Ja, also für das, was Sie als Eilantrag gestellt haben, besteht natürlich in dieser Form keine Eilbedürftigkeit, würde damit auf die nächste Sitzung kommen. Sie sind ja auch da, sowohl bei der Rechtsaufsicht mit dem Thema vorgegangen, geht es um die letzte Sitzung des Zählergebnisses. Und da ist natürlich klar vorgeschrieben, wie normalerweise die Regularien sind. Jetzt ist ein Eilantrag, ist formal dann eingebracht, wird auf die nächste Sitzung gesetzt werden. Heute ist es nicht auf der Agenda. Naja, und 3 Tage nach der Sitzung hat er dann auf der nicht öffentlich tagenden Ältestenratssitzung einfach gesagt, nö, machen wir nicht, geht nicht. So, das ist jetzt aus mehreren Gründen, ist das ganz schön demokratieschädlich. Wenn in einer Versammlung offenkundige Fehler passieren, also zum Beispiel offenkundig grob falsch ausgezählt wird, dann muss der Oberbürgermeister das heilen, wie es heißt. Er muss einen Weg finden, zum Beispiel durch nochmal auszählen lassen, dass das Ganze demokratiemäßig richtig abgestimmt wird. Es kann nicht sein, dass er einfach sagt, nö, das wurde damals so. Nein. Diese 2 Vorgänge, also einmal das falsch auszählen und dann das Nichtzulassen von einem Eilantrag, der gültig war, das sind 2 Dinge, die rütteln ganz stark an den Grundfesten der Demokratie. Demokratie lebt davon, dass Mehrheiten gefunden werden. Wenn falsch ausgezählt wurde, dann muss natürlich nochmal ausgezählt werden. So ist das. Und das Zweite ist, wenn Stadträte, diesmal 23 Stück, Minimum sind 14, aber ich hatte 23 Unterschriften, wenn 23 Stadträte fordern, wir möchten das bitte auf die Tagesordnung setzen, dann kann der Oberbürgermeister nicht einfach sagen, nee, machen wir nicht. Insbesondere, wenn eine neue Sachlage eingetreten ist. Dadurch, dass das Video zeigt, dass falsch ausgezählt wurde, ist eine neue Sachlage entstanden und dann muss nach sächsischer Gemeindeordnung der Oberbürgermeister neu auszählen lassen. Es ist jetzt völlig unerheblich, worum der Ursprungsantrag eigentlich mal ging.
Ja, das ist völlig boogie. Wichtig ist hier, der Oberbürgermeister hat in zwei Sachen gefailt. Und jetzt, mit den Kollegen Aschenbach, Lichti und Drews, gehen wir halt vor das Verwaltungsgericht und werden mal gucken, ob das so rechtens war. Es wird jetzt ungefähr ein Jahr dauern und dann werden wir herausfinden, wer recht hat. Ich oder Dirk Hilbert. Also in dem Sinne, bis dann. Tschüss.